Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens The Casting of Frank Stone. Ja, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es endlich funktioniert hat mit der Aufnahme, weil leider ist Behavior ja mit in diesem Spiel integriert und die haben es geschafft, das erste Mal tatsächlich ein Supermassive Games, was ich vom ersten Tag an starte, so zu zerschießen, dass es keiner runterladen kann. Also ich habe jetzt über eine Stunde gebraucht, bis ich das dann endlich mal herunterladen konnte, also den Download starten konnte. Die ganze Zeit fehlte die Ex-Datei, die ganze Zeit konnte man nichts machen. Jeder hat sich beschwert auf YouTube, auf Steam und weiß ich nicht was. Und naja, natürlich keine Reaktion und kein Hinweis, wie man das Ganze dann beheben kann. Ja, jetzt 2 Stunden später ungefähr haben wir endlich die Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen. Solltet ihr das Spiel starten und plötzlich überhaupt nichts mehr davon nutzen können, euer Bild ist total verschoben, nicht euer Standardbildschirm wird benutzt, sondern irgendein anderer Zweitbildschirm wird benutzt, dann kann ich euch nur den Tipp geben, geht erstmal hier ins Menü rein und geht dann auf Einstellungen, weil scheinbar kriegt das Spiel das nicht so ganz auf die Reihe, den Monitor zu erkennen. Der hat aus meinem 2K-Monitor, ich glaube, ein 4K-Monitor ist das gemacht. 3000 irgendwas als Auflösung. Und ja, der ging dann irgendwie komplett quer über 3 Bildschirme zum Teil. Und ja, also den Teil konnte ich dann leider nicht aufnehmen mit der kleinen Einführung, die jetzt noch hier vor war. Aber ich hoffe zumindest, mit dem Spiel wird jetzt alles gewohnt gut laufen. Ich betone das jetzt extra mal so, weil bei Supermassive Games habe ich noch nie Probleme gehabt, aber Behavior ist ja so eine Sache, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir starten das Spiel. Übrigens hier, man kann allein sterben oder zusammensterben angeben. Ich kann es natürlich jetzt nicht ausprobieren, weil ich jetzt am PC sitze, aber ich habe irgendwo gehört im Vorfeld von den Machern, dass es wohl später die Möglichkeit geben soll, das Ganze zu zweit zu spielen. Ich nehme an, auf die gewohnte Art und Weise, dass man es online zusammenspielen kann, weil, ich sag mal, die seltensten Momente sind zusammen auf der Couch, wenn man so etwas spielt. Und es steht aber drin, es ist ein Einzelspieler. Deswegen irritiert mich das gerade nochmal. Das wollte ich nur kurz anmerken und jetzt gehen wir endlich mal rein. So, allein spielen, Story, neues Spiel, genau. Wir können wählen zwischen Beobachter, du wirst Menschen leiden sehen, solltest es aber überleben. Überlebender, du wirst Qualen leiden, aber vielleicht überleben. Oder gib jede Hoffnung auf Überleben auf. Das sind die Schwierigkeitsgrade. Jede Entscheidung und jede Handlung hat Konsequenzen. Manche retten Leben, andere führen zum Tod. Auf der Suche danach habe ich alles geopfert. Eine Welt in einer Geschichte vor Jahrhunderten gehört. Eine zeitlose Macht mit grenzenlosem Wissen. Unstillbarem Hunger. Der Entitus. Sein Reich ist unserem so nahe, doch nie in Reichweite. Bis ich ihn fand. Frank Stone. Den Schlüssel. Den Killer. Ich bin Augustine Lieber. Ich werde unsere Welten für immer ändern.
Ich nehme an, du bist hier der Nachtwächter. Das stimmt. Du allein? Für das ganze Gelände? Oh nein. Ich habe Hilfe. Wo ist die jetzt? Im Dienst? Gewissermaßen. Merlin läuft rum, wo er will. Merlin? Ein Hund. Dobermann Pinscher. Bester Freund, den man sich wünschen kann. Treu bis zum bitteren Ende. Dem vertraue ich mehr als mir selbst. Ja, machen wir mal ernst. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Stets zu Diensten. Wie ist dein Name? Thomas Jefferson Hope. Nenn mich Tom. Officer Sam Green. Tom, ich will mit dir reden über... Weiß worüber. Den vermissten Jungen, stimmt's? Richtig. Meinst du, er könnte hier sein? Das ist ein großes Gelände. Das größte in ganz Cedarhills. Aber das spielt keine Rolle. Hier geht nämlich nichts Seltsames vor sich. Nicht solange Merlin und ich aufpassen. Kann ich deine Daten sehen? Bist du sicher? Das ist ein ziemlich großes Gebiet nur für dich und den Hund. Ist ein großer Job, jawohl. Aber ist es nicht das Ausmaß der Arbeit, das einen Mann wachsam und einsatzbereit hält? Hast du am Stahlwerk irgendwas Verdächtiges bemerkt? Heute? Heute Nacht, die letzten Nächte, egal was es war. Nee, gar nichts. Nichts? Gar nichts. Verdammt, wenn du mir nicht glaubst, frag deinen Boss. Mein Boss? Sheriff Kusich. Ja. Mein Boss. Er kam gestern Abend vorbei und fragte genau das Gleiche. Und ich habe ihm das Gleiche erzählt wie dir. Der Junge kann unmöglich hier sein, ohne dass Merlin und ich davon wissen. Was hat der Sheriff gesagt? Okay, Tom. Dann ist er zurück ins Auto und weg. Huh. Ja. Das heißt also, dass im Stahlwerk niemand wirklich nach einer Spur des Jungen gesehen hat. Wenn du niemand sagst, zählt dazu auch Merlin? Nein, Tom, er zählt nicht. Ich spreche nur von menschlichen Ermittlern. In dem Fall, Sam, kann ich deiner Einschätzung nicht widersprechen. Spricht was dagegen, dass ich mich mal umsehe? Keine Einwände von mir. Natürlich sperren wir nachts alles ab. Ist kein Problem. Da ist natürlich Merlin. Natürlich. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Danke für deine Hilfe, Tom.
War mir eine Ehre. Natürlich. Alles verriegelt für die Nacht. Okay. Hallo Hund, Tom sucht dich. Ich muss dich jetzt nicht unbedingt sehen. Frage ist jetzt, drücke L, um Plündererspürsinn zu verwenden und Schmuckstücke. Wie sieht das denn dann aus? Kriegen wir dann hier, Moment, war da gerade was Rotes? Ja, dahinter liegt was. Also es wird dann rot umrandet, okay. Da wird was angezeigt, aber da komme ich so nicht, oder? Doch, hier komme ich durch. Hello? Mr. Hund, Sie wollen mich jetzt nicht angreifen, während ich hier durchgehe, oder? Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass der immer wieder zwischendurch ein bisschen, hakt zum Laden. Trotz meines guten Rechners. Moment. RT ist R2, okay. Ah, schillernder König, den kennen wir doch. Sie hat versprochen, meinen Schmerz zu lindern, meine Albträume zu beenden. Wir können das Ganze auch überprüfen. Na gut, da ist jetzt nicht allzu viel. Hat da gerade einer gerufen? Hier ist alles zu. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Kommt nur mir das so vor oder ist die Grafik so ein bisschen kriselig? Also, dass die Haare so ein bisschen am Flackern sind, das sind wir ja gewohnt von dieser Art Spielen. Also, sprich von Supermassive Games. Das stört mich persönlich jetzt auch nicht wirklich. Irgendwo hier in der Ecke war der Hund, oder? Ein offenes Fenster. Da komme ich hinein. Ach da. Und ich höre was. Kann ich auch laufen eigentlich? Nee, anscheinend nicht. Klettern. Ach, jetzt sagt mir bloß, immer wenn man da eine Aktion machen kann, haben sie hier so einen schmutzigen Lappen hingelegt. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja gut, die einen markieren. Alter, was waren das gerade? Mäuse oder was? Fledermäuse? Es hörte sich eher so nach Fliegen an. Was steht denn da? Safety involves teamwork. Ne, von hier oben können wir anscheinend den Plündererspürsinn nicht machen. Immer sachte. Hallo? Okay, ich kann ihn gerade gar nicht mehr machen. Keine Ahnung, warum. Da oben sehe ich aber was. Kann man das nehmen? Ich komme hier nicht hoch, ne? Schade. Na gut. Storage Sheet. Oh, das ist nur ätzend, wenn man zu nah rangeht. Ich glaube generell, meine Batterie wird langsam leer. Ne. Ich kann den Plündererspürsinn nicht mehr benutzen. Kann man den nur draußen benutzen? Das wäre doch unlogisch. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Eigentlich war der Hund draußen, aber wir haben ja eben gelernt, dass der überall hinkommen kann.
Und ich gehe mal davon aus, dass der sein Herrchen beschützt und auch das, was Herrchen tut. Da ist nichts, was wir nehmen können. Aufheben? Halt. Die konnten wir doch, glaube ich, auch immer drehen, ne? Genau. Hab Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen, um die Lücke zu füllen. Halb drei besetzte Schichten bringen nichts. Paar von uns müssen halt Doppelschichten übernehmen. Hab dem Simpel vorne gesagt, was ist denn ein Simpel? Dass erstmal keiner von uns nachts arbeitet. Hucks. Freitag der 13. Ah, wir haben Freitag der 13. Okay. Okay, okay. Wer übrigens schon ein bisschen was hiervon mitbekommen hat, es geht nicht um den Fallensteller von DBD, sondern das ist, soweit ich informiert bin, eine völlig eigenständige Person hier, die halt nur... Was? Wie, ich kann nicht zu dem Bereich zurückkehren. Hä? RT, RT2. Ach. Personalakte, Einstellungsdatum 4. Februar, Geburtsdatum, achso, das ist alles verschmiert. Berufsbezeichnung Mechaniker, ich glaube, das ist der Typ, den wir gerade gesehen haben. Adresse, Vorstrafen, Körperverletzung, Raub und so weiter, vorzeitige Entlassung. 5 Träume, keine Ahnung. Der Stahlmitarbeiter hat seinen Job der Empfehlung einer Dr. Lieber zu verdanken. Okay. Aber den Plündererspürsinn kann niemand noch nicht benutzen, komischerweise. Na gut. Ja, wieso kann ich hier jetzt nicht rein? Das heißt was? Dass ich wieder zurückgehen muss? Kann ich auch nicht hoch oder so, ne? Nein. Oder meinten die das mit, ich muss wieder zurück? Boah, ich hab so Schiss, dass mich hier irgendwas gleich anspringt oder so, ne? Ich meine, wir kennen ja die Spiele von Supermassive Games und ich liebe sie auch, aber die Jumpscares, die sind so ätzend. Bin ich ganz ehrlich. Wer kennt den... Ne, hier muss ich raus, ne? Da bin ich irgendwo reingekommen. Ach so, ja klar, ich bin ja da drüber. Drüber gesprungen. Übrigens, passend dazu ist es jetzt gerade draußen am Regnen. Es gibt mir gerade noch so die richtigen Flares hier zum Spiel. Ja, weiß ich nicht. Muss ich jetzt wieder raus oder was? Also, Plünderer-Spürsinn kann ich ja nicht benutzen. Jetzt möchte ich nur mal wissen. Nee, hier draußen kann ich den jetzt auch nicht mehr benutzen. Hä? Muss ich das verstehen? Eben ging das und jetzt geht's nicht mehr. Ich habe doch gerade was gehört. Ach, da... Alter, war da gerade einer hinter mir oder was war das für ein Schatten? Ah, hier ist abgeschlossen, ne? Naja. Okay. Ach, es ist so doof, wenn man noch nicht laufen kann. Kann man hier irgendwie hoch? Um... Nee, ne? Ich habe so das Gefühl, ich hätte da drinnen noch was machen müssen. Ich hätte ja... Also das war ja auch das Ziel, da reinzukommen. Ist hier noch irgendwas offen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich glaube, da hing vorher ein Schloss auch. Aber ich kam halt sonst nirgendwo rum. Ja, Spiel gestartet und direkt verkackt. Ne? Ich finde keinen Weg rein. wenn ich jetzt da hinten eigentlich... Ich bin mir nicht sicher. Kann ich da vielleicht auch hoch? Ich meine, da hieß es jetzt nur... Was zeigt er mir an? Suche das vermisste Kind.
Oh, ist das ätzend, dass man nicht laufen kann. Moment, halt. Ich habe die Taste zum Laufen gefunden. Alter, wieso hast du mir das nicht vorher gesagt, dass ich die Schultertaste drücken muss? Okay. Warum komme ich hier jetzt nicht mehr zurück? Hier bin ich doch reingekommen, oder nicht? Hä? Ich bin etwas irritiert jetzt gerade. Also ich gehe nochmal drinnen gucken. Jetzt kann ich mich zumindest mal vernünftig bewegen hier. Aber da war nichts, wo ich noch was machen konnte, oder? Also hier vorne kann ich nirgendwo mehr hin. Darf ich auch nicht hoch. Und hier unten ist der Hund rumgelaufen. Hier ist auch nichts in der Ecke. Bin ich denn doof oder habe ich jetzt irgendwas Offensichtliches hier übersehen? Durch die Tür da hinten kamen wir doch eben nicht. Oder kommen wir da jetzt? Nee, Moment, Ach nee, das war die eine Tür, wo wir durchgekommen sind, genau. Da ist nichts. Hallo? Dein Ernst? Ja, gib's mir in den Kommentaren. Das war jetzt wirklich eigene Blödheit. Also das war jetzt wirklich... Oh Gott. Da bin ich jetzt raus, oder? Hier kommt man nicht rein, nehme ich an. Versperrt. Nee. Echt? Das ist ein Horrorgame. Da sind irgendwie immer alle Türen versperrt. Außer die Tür, wo man nicht reingehen sollte. Und genau die ist offen. So, können wir dich vielleicht mitnehmen? Ich brauche doch irgendwas zur Verteidigung hier. Hallo? Ist da wer? Polizei! LB zum Laufen. Zum Weglaufen oder zum Hinterherlaufen? Das ist die Frage. Hallo? Alter! Ich wurde geblitzdingst. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich gehe wieder zurück. Nein. Habe ich da gerade was gesehen oder war das jetzt die Taschenlampe? Wir müssen wahrscheinlich rechts rum. Also werde ich erstmal hier probieren. Gute Logik, oder? Schade. Dann kann ich da... Ne, kann ich nicht hinter, ne? Wer ist da? Ja, der Hund wahrscheinlich. Hört sich zumindest so an. Vielleicht sollte ich erstmal von oben gucken. Kommt der Hund hier hoch? Scheiße. Ich habe mir das so schön überlegt. Na gut, dann gehen wir runter. Was soll schon passieren? Außer, dass ich sterbe oder ein Quicktime-Event komme und ich dann sterbe. Weil die Dinger verkacke ich immer. Oh, riecht grauenvoll. Ich muss mal eben gucken. Moment. Y, B, A, X. Okay. Muss aber in die Richtung, ne? Das ist irgendwie dahinter, glaube ich. Können wir irgendwo hoch? Scheiße. Man kann. Oder? Nee. Ich kann mich nicht ducken. Das ist mein Problem. Hallo, Hündchen. Papa sucht dich. Komm ich da hin? Hä? Moment. Da kommen wir nicht. Ach so, hier kann ich... Och.
Mein Gott. Die Gameplayerin. Schließ doch mal deinen Verstand an heute. Hey, Mr. Green. Officer. Ja, natürlich. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Nein, leider. Ah. Alles okay? Ja, ja, aber... Verdammt, riechst du das denn nicht? Der Riecher ist außer Betrieb. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Wie riecht es denn? Nichts Gutes. Ich will dich lieber im Auge behalten. Geh schon mal vor, ja? Scheiße. Kann ich mit dem reden oder so nochmal? Nee, ne? Ach, der wird mich doch jetzt von hinten erschlagen, wenn ich sehe, dass der Hund irgendwie das Baby frisst oder irgendwie sowas. Alter, das hört sich zumindest so an. Merlin, okay, es war kein Baby. Wir haben uns schon gewundert. Komm zurück! Verflixt nochmal! Fänd's gut, wenn ihr zwei euch richtig kennenlernt. Gottverdammt. Ich hab gerade irgendwo ein Auge da drin gesehen. Hast du das für ihn hingelegt? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Durch den Magen. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind ein Team. Wer drängt sich zwischen einen Mann und seinen besten Freund? Oh. Was ist das? Irgendein Würstchen? Nein, das sieht mir nicht nach einem Würstchen aus. Ich habe jetzt aber was anderes gedacht, als er das gesagt hat. Schau dir das mal an. Der verdammte Hund. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst? Das ist von jemand anderem, ja. Nee. Das ist von jemand Älterem, einem Teenager vielleicht. Himmel, Herrgott, Sakrament. Sind in Cedar Hills zuletzt noch andere Leute verschwunden? Ich weiß nicht. Wer soll denn sowas wissen? Nun, jemand weiß es. Ja, können wir dieses tolle, leckere Gewürr hier nochmal untersuchen? Leider nicht. Nicht ausrutschen. Von wo sind wir jetzt gekommen eigentlich? Von da hinten, ne? Ich würde auch gerne wieder dahin zurückgehen. Ist das in Ordnung? Ich meine, dein Hund ist ja offenbar verrückt geworden. Naja, guck mich schon so an. Also ich weiß, glaube ich, wer sich mit dem Hund angefreundet hat. Und das gefällt mir gar nicht. Weil ich bis gerade eben, ehrlich gesagt, noch davon ausgegangen bin, dass er derjenige ist. Und, ja. Hallöchen. Ach nee, hä? Das ist der König, den wir gefunden haben. Ja, wieso kann man die hier angucken? Wieso kann ich immer noch nicht meinen Plünderer-Spürsinn? Oder konnte man den nur einmal anschalten und dann wird das auf, also leuchtet das auf oder was? Das ist auch irgendwie unmöglich. Was war das? Das war ein Massenmörder, der dich umbringen will. Ich wollte gerade sagen, oder der hinter mir will mich umbringen. Eins von beiden. Also entweder lügt er und er ist derjenige, wobei er ziemlich alt ist. Das finde ich ein bisschen... Da muss ich sagen, dann hat er noch gut, ist er noch gut im Schuss. Das Licht. Ja. Oder jemand anders hat sich mit deinem Hund angefreundet. Also, was ist das?
Das Gitter? Ja, wozu ist es da? Gehört zum Schmelzofen, glaube ich. Sicher bist du nicht? Ich arbeite beim, nicht im Stahlwerk. Finde etwa, um das Gitter auszustimmen. Okay. Kleine Rechtschreibfehler werden wir jetzt mal ignorieren. Solange das jetzt nicht wie bei diversen Spielen... Kann ich wieder nicht drücken. Aber ich muss trotzdem hier rein. Also, das ist... Achso. Ja, ich habe den Lappen nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich dachte, vielleicht kann ich die Tür öffnen. Okay, der alte Mann kommt nicht mit. Ich glaube, der ist auch nicht mal ganz so wendig. Kannst du da... Hallo? Ich dachte, du kannst die Dinger vielleicht auch mitnehmen. Dann halt nicht. Noch irgendwas zum Untersuchen? Nee. Schön. Ja. Ist auf jeden Fall gut, um jemanden Kopf einzuschlagen. Ich würde es nicht liegen lassen, ich würde es mitnehmen. Den Schraubendreher würde ich vielleicht auch mitnehmen. Obwohl andererseits, ist, man kann halt alles als Waffe nehmen, ne? Kann ich nicht abkürzen, ne? Habe ich mir schon gedacht. Okay. Es ist sehr abgehakt, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt daran liegt, dass das generell so ein bisschen am Haken ist. Was ich ehrlich gesagt nicht von Supermassive Games gewohnt bin. Aber wie gesagt, leider, leider hat Behavior noch seine Finger mit im Spiel. Ah, da war das Gitter, genau. Gegenstand verwenden. R1. Wieso können die nicht einfach schreiben R1, Mann? Zurück. Also die Quicktime-Events, die kann ich. Aber die, die man benötigt, um nicht zu sterben, die verkacke ich oft. Das nur schon mal als Hinweis. Ach, das ist ein Leiter, okay. Muss er wenigstens nicht runterspringen. Na gut. Nimm das. Ruf über das Funkgerät im Wagen das Revier. Wo willst du hin? Glaubst du echt, der Junge ist da unten? Keine Ahnung. Hab nur so ein Gefühl. Und das ist kein gutes Gefühl. Hey. Du musst das hier auch für mich nehmen. Sorg dafür, dass es zum Sheriff kommt. Oh, ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall. Ich brauche deine Hilfe, Tom. Sonst würde ich nicht fragen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem richtigen Holz geschnitzt bin. Nicht umsonst heißt es höhere Berufung. Wachs über dich hinaus. Du schaffst das. Ich schaffe das. Hey. Ich zähle auf dich, Tom Holt. Du hast Tom dein Vertrauen geschenkt. Ja, das ist super. Ich weiß aber immer noch nicht, ob er der Mörder ist. Ich hätte den Alten ja eher mal runtergeschickt, damit er erstmal nachgucken kann. Ich habe gerade so, finde einen Weg in den Ofenraum. Ich habe gerade so ganz unangenehme Alien-Flashbacks. Ansehen, ansehen. Kann ich das? Ach nee, ich kann mich nur umsehen hier, oder? So richtig ansehen kann ich es nicht. Okay. Ich denke mal, da sollen wir nicht hingehen, aber das ist eigentlich für mich ein Grund, da hinzugehen, weil er mich zur anderen Seite leitet.
Weil wir vielleicht ein Geheimnis hier finden könnten. Oder direkt den Tod. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich kann den Plündererspürsinn nur benutzen, wenn das Rot aufleuchtet. Mhm. Ja, cool. Hallo, du sollst das überprüfen. Nee, ja, zwei. Ein Pferdchen, ein Holzpferd. Ich weiß, was es bedeutet, zu glauben. Der Pfad durch den Wald ist... Och, darf man das vielleicht erstmal lesen, Leute? Okay, habe ich jetzt den Hund gerade gehört? Hauptsache, ich habe das Geheimnis. Was mir nur ein bisschen Sorgen macht, ist dieser blöde Spruch von früher, ne? Die Schwarzen sterben immer zuerst. War das nur in Filmen oder war das auch in Spielen so? Oh, Mann. Was für ein Irrgarten. Da komme ich gar nicht rum. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier runter will. Ich muss hier auch gar nicht runter. Das ist eine Sackgasse. Ha, ha. Okay. Und jetzt kommt gleich so, wäre ich mal nicht runtergelaufen, würde ich nicht eingesperrt werden und würde nicht die letzten 30 Jahre hier verbringen, sowieso Exzess. Was soll ich nochmal? Den Hochofen finden? Und was soll ich finden? Hier haben wir angefangen, oder? Exzess, da kann man runter. Dann gehe ich also als erstes mal hier hin. Oder auch nicht, da ist eine Tür. Scheiße. Die kann ich aber eh nicht benutzen. Okay. Hallo? Ist da irgendjemand hinter, der mich töten will? Ey, jetzt müsste ja einer um die Ecke geschossen kommen nach dieser Frage, ne? Ich würde so durchdrehen, glaube ich. In den verborgenen Winkeln des Stahlwerks führt jemand merkwürdige Rituale durch. Ach da, das meinen die. Keine Ahnung, was das sein soll. Gleichzeichen. Ein perverses Symbol. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Da können wir wieder hoch. Hallo, ist hier irgendein psychopathischer Massenmörder am Werk? Zufälligerweise? Wenn ja, möge er bitte jetzt gehen und mich für immer in Ruhe lassen. Kann ich auch nicht rum. Okay. Die Ketten hat er hier schon mal. Ah ne, das sind Kabel. Keine Ketten. Das muss er sein. Wer? Der Zugang, oder was? Also, jetzt sind wir um dieses eine drumherum. Da liegt nichts, ne? Es ist ein bisschen komisch, sich so zu bewegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, bitte nicht böse werden. Ich wollte nur ein Kind suchen. Ich befürchte, das ist schon gefressen worden, aber... Kann man damit was machen? Ja. Ne, durchsehen. Knochen. Rückenmark, schätze ich mal. Oder Brust, nee, Brustkorb, glaube ich, war es. Aber ich konnte es jetzt nicht genau erkennen. Ah, mir dreht sich der Magen um. Da bist aber noch ein neuer Polizist, oder? Also ich muss da rum und von da kommt der Hund mich jetzt gleich von hinten überraschen, oder? Moment, da ist da was. Alles immer nur noch seltsamer. Sorry, da muss ich mal eben einen Screenshot von machen. Wie geil war das denn? Also wer von euch DBD kennt, der erkennt auf jeden Fall den Hinterwäldler wieder. Das ist ja mal richtig geil. Sieht so ein bisschen aus wie die Chucky-Puppe irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist ja cool. Oh Gott. Jetzt habe ich Tränen in den Augen. Jetzt sehe ich nicht mehr, wenn mich jemand angreift. So, mit A kann ich kriechen. Achso. Verdammte enge Räume. Ich wollte gerade sagen, hört doch nochmal auf zu kriechen. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Das heißt, wir gucken erstmal eben hier.
kann man hoch, aber das ist da versperrt, ja, wenn ich das richtig sehe. Achso, das ist dann die andere. Okay, verstehe. Oh, oh, Alter, war gerade was. Da war was, was mir so gar nicht gefällt. Mein Gott. Bekommt man hier keine Flashbacks eigentlich, wenn man Sachen untersucht? Normalerweise bei Supermassive Games hat man doch immer diese Flashbacks. Was passiert als nächstes? Übrigens, wer sich wundert, wo der, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Supervisor oder so. Dieser, nee, der Erzähler hieß er, glaube ich, auch. Wo der hingeblieben ist, leider ist der Schauspieler, der, ja, dafür mein Fähigkeitscheck, ach du Scheiße, drücke A. Da muss ich euch das kurz vorher sagen. Der Schauspieler, sage ich jetzt mal, der dafür aufgenommen worden ist, der das Ganze gemacht hat, die Vorlage gemacht hat, also die Vorlage war, der ist leider, ich glaube, dieses Jahr verstorben, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Und ja, ich nehme mal an, dass deswegen auch das Ganze hier mit der Frau dann am Anfang gewesen ist. Drücke A, wenn sich der Zeiger in der Erfolgszone befindet. Okay. Also jetzt. Alter, ich muss jetzt hier keine Skillchecks machen. Wollt ihr mich veräppeln? Och nein, ich hasse schon bei DBD die Skillchecks. Oh nein. Oh, ihr wollt mich doch. Echt. Da kann man hoch. Oh ja. Das ist ja fast so laut wie draußen. Das, ja gut, Gewitter haben wir nicht. Wir haben nur Regen. Kann man hier irgendwas gucken vorher noch? Springt hier jetzt irgendwas hoch? So à la Resident Evil? Ne? Also gedrückt halten, okay. Aber hochklettern muss ich selber. Gut. Oh oh. Um Gottes Willen, höllisch. Psychisch durchgeknallter Massenmörder. An der Leiter sehe ich ihn nicht kommen, oder? Ich nehme mal die Rampe. Der hackt mir doch den Kopf ab, oder? Äfft euch! Ich will keine Skillchecks machen. Ich meine, der Typ steht da. Warum siehst du den nicht? Der stand sogar einen halben Meter neben mir. Willst du mich verarschen? Was muss ich drücken? Verwende R, um zu zielen, drücke RT, also R2, auf deinem Ziel. Oh nein, nein! Wieso kann ich nicht weitermachen? Hallo? Ach so. Ah, okay. Die meinen anvisieren. Sag mir das doch. Fuck! Ich kann das nicht. Ich hasse Skillchecks. Lass mich in Ruhe. Schulter oder Niere? Ach so, das war der Haken. Naja, so ist es nicht. Ist nur die Schulter. Konzentrier dich. Mach dich schwer. Ide, mach das auch noch.
Du hast dich selbst vom Rohr befreit. Ja, ja, ob das jetzt aber so clever war, weiß ich nicht. Vor allen Dingen ist doch da kein Kind drin, oder? Eben war keins drin. Es ist eindeutig nicht der eine. Schieß auf die Frau, dann ist das Spiel zu Ende. Die Massenmörder an Halloween kann man eh nie töten. Was soll ich denn so ziehen? Oh. Ich muss nicht ziehen, okay. Autsch. Frank Stone erschossen und das Kind gerettet. Ist da denn jetzt doch ein Kind drin? Alter, ihr seid irgendwie ekelhaft. Schlaf schön, du Arschloch. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!